Guten Abend, liebe Leute, heute ist ein kleines, schneller Express-Programm, weil die Presseabteilung sich beschwert über so lange Videos. Wir machen jetzt. Wir machen heute 60 Sekunden, aber Produktion ist der Name Esther, Geschichte aus Bürlechutz von der Laura Berger, ist glaube ich der Name von der Autorin, hat sie umgebracht, 44 glaube ich, und jetzt wir machen einen Roman mit der Katrin Hammann, ja, spielt mit, und, oder hat inszeniert, ich weiß nicht, und ist der Leonie Merlin, ja, einer von ihnen beiden, glaube ich, ist der Leonie, und ich habe Fragen vorbereitet, ganz schnell, wir müssen uns vorbereiten, wie das geht, ich muss den Code eingeben, ja, dann kommt die Frage. Also ihre Frage, ja. Ist das Buch gut? Ja. Wer ist die beste Schauspielerin in der Produktion? Leonie. Ja, die Leonie, glaube ich, auch sehr, sehr gut. Sehr gut, haben wir gesehen, Blume von der Weide, sehr gut aufgewässert. Bei Ihnen auch wird gesungen und auch in dem Abend? Wir haben auch eine Musik. Ja. Beantwortet die Frage nicht, aber vielleicht, aber andere Frage noch, wird getanzt auch? Nein. Wird nicht getanzt. Jetzt die Frage der Leonie, ja. Besondere Abend, glaube ich, für Sie, weil ich spielte ganz alleine, hatte keinen Partner, ja. Wie ist das so für Sie? Was können wir verraten? Wie ist das Seelenleben? Das Seelenleben ist von einem Extrem ins andere, ja, würde ja, ich sagen. Ja. Es ist sehr toll, weil man hat natürlich den Raum und die Möglichkeit, man hat alles für sich. Mhm. Auf der anderen Seite ist es natürlich auch sehr schwierig. Ja, latent. Wieso? Was ist die Schwierigkeit, bitte? Das ist, wird schneller anstrengend, weil man eben alleine ist und eine Stunde alleine zu machen und dass es spannend bleibt. Wann ist die Premiere, bitte, Sie können mal sagen? Am Freitag, 10. November 2017. Ja, Restkarte noch an der Abendkasse. Wenn Sie oder Sie haben wollten eigentlich was anderes gehen und hier gibt es noch Karte, dann Sie kommen vorbei, gucken Sie an. Ausverkauft. Ist ausverkauft. Dann seien Sie bei mir zu Hause und überlegen, wie was Sie machen mit der restlichen Freizeit. Vielleicht auf die Herbstmesse gehen. Sehr, sehr gutes Buch, sehr interessante Geschichte, sehr gute Schauspielerin. Ja, und der Regisseur, der wahnsinnig gut. Haben sich was Tolles einfallen lassen mit der Bürgerheitsgeschichte auch, mit dem Namen Esther. Dann, ich wünsche euch der Datei für den Abend von der Esther, ja, und ich glaube, wird der absolute Hammer. Die Fragen hätten eigentlich schnell gestellt werden sollen, oder? Dann wäre es wirklich überraschend gewesen. Haben wir noch Zeit?